Hallöchen und einen zauberhaften guten Abend und herzlich willkommen bei der Dienstagspolitik mit der wundervollen Romy Höhne. Hallo Romy. Vorne mit dem großartigen André Lampe. Hallo André. Hallo Hi. Alle zusammen. Hallo, schönen guten Abend. Wollen wir eigentlich heute mal eine Wette abschließen? Eine Wette? Ja, ich bin ganz Ohr. Ob wir es schaffen, Beholder. Also ich hab noch keinen Wetteinsatz. Also wirklich, ich habe mir das auch... Wir können eine Prediction hier im mit dem Chat machen und die Leute können ihre Kanalpunkte setzen für mehrere Optionen. Deswegen bin ich jetzt ganz Ohr. Was möchtest du wetten? Ich würde gern wissen, wann wir alle denken, wann wir endlich Beholder 3 geschafft haben. Oh. Ich hätte nie gedacht, dass wir uns so lange mit diesem Spiel aufhalten. Oder das Spiel sich mit uns, ich glaube, das trifft es wahrscheinlich eher. Und ich habe von in meinen Kalender geguckt, so in meinen November- und Dezember-Kalender und muss leider schon sagen, es gibt ein, zwei Dienstage, die kann ich nicht halten. Aber mal so grundsätzlich würde mich interessieren, wenn wir davon ausgehen, wir spielen 3 Wochen im Monat. Ja. Bis wann wir mit Beholder 3 durch sind. Okay, das ist schlecht, eine Prediction in so eine Wette reinzusetzen, weil ich das innerhalb von 24 Stunden lösen muss. Das Ergebnis. Aber wir können eine Umfrage machen. Was denkt ihr? Ich muss meinen Kalender weglegen. Wann sind wir mit B3 durch? Im November 22? Im Dezember 22? Q1 23? Gleich das erste Quartal. Q2 23? Nein, so lange wird es nicht gehen, hoffe ich. Dieses Spiel macht mich auch mürbe. Macht mich kaputt. Immer wieder, jedes Mal. Ich wollte schon so oft aufgeben. Und letzte Option nie, weil mürbe. Ja genau, Horst, die Frostpunk 2 soll demnächst rauskommen. Das ist richtig. Aber wir hatten, glaube ich, letztes Jahr gesagt, dass wir Frostpunk nicht nochmal im Winter spielen. Genau. Oder? Dann haben wir Beholder 3 angefangen, beziehungsweise dann haben wir ein bisschen Democracy gespielt, wir waren mit Frostpunk durch und wollten dann so, wir machen ein bisschen was und dann spielen wir Frostpunk wieder im Sommer, aber über den Sommer über haben wir Beholder 3 gespielt. Ja, Tropico wäre was für den Winter, sagt Willi Willkür. Da ist was dran. Ich bin immer wieder dabei, sobald ihr Tropico sagt, denke ich ja. Das ist auch, glaube ich, das einzige Spiel, wo ich tatsächlich meine politikwissenschaftliche Ausbildung und an der einen oder anderen Stelle auch mal meine Moral über Bord werfe. Aber ich glaube, das liegt an der Musik. Aber Horst hat mich jetzt auch so ein bisschen angespornt. Er hat vorhin im Chat gefragt, wie steht's denn mit heute? Oder warum nicht heute? Ich weiß nicht mehr genau, wie der Wortlaut war. Ah ja, wegen der Umfrage. Was denkt ihr, wann wir mit Beholder 3 fertig sind? Ja. Ich habe jetzt einfach November, ich habe gar nicht heute oder nächste Woche tatsächlich mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind jetzt wieder in Beholder 3 drin und jetzt müssen wir uns mal daran erinnern. Ich muss noch mal in den Chat gucken. Ja. Ich muss gerade lachen und das muss ich kommentieren. Niki hat geschrieben, ich denke seit ungefähr 4 Dienstagen, dass wir heute fertig werden. Das finde ich, trifft es auch irgendwie bei mir ziemlich gut, ja. Mehr wollte ich gar nicht. Wir haben noch offen ein Guckloch fürs Volk. Der große Anführer soll während des Konzerts eine Rede aus dem Dachstudio unserer Abteilung halten. Ich soll dort für Wolf eine versteckte Kamera anbringen, damit das Volk sehen kann, was mit dem großen Anführer wirklich los ist. Installiere eine Kamera im TV-Studio auf dem Dach des Ministeriums. Ach ja, richtig. Das haben wir offen und dafür haben wir diese besonderen, den Magnetstift, um die Tür zu öffnen. Ein verruchter Widerstandshacker hat diesen Stift gebaut. Man knackt damit Magnetschlösser sämtlicher Geheimtüren problemlos. Und eine Widerstandskamera, finde ich schön. Eine Kamera, die von Wolfs Henkers Leuten mit einem Langstreckenempfänger ausgestattet wurde. Ja. Okay. Die müssen wir jetzt erstmal schicken, nicht wahr? Mir fällt jetzt gerade ein, ja. Wir steigen gerade so total schön ins Spiel ein. Wir haben aber auf jeden Fall mindestens eine Person, die auch wahrscheinlich über Democracy hergekommen ist. Ich fände es irgendwie, wenn das
für alle Beteiligten okay ist. Gut, wenn wir nochmal so einen kurzen Ausflug machen, was das eigentlich hier für ein Spiel ist und warum wir hier gerade auch überlegen, wann wir hier endlich fertig werden. Genau, wir spielen seit April 2022 dieses Spiel. Das hier ist der 16. Stream, wenn mich nicht alles täuscht, den wir machen. Beholder 3 ist von Paint Bucket Games, die auch und noch anderen, aber vor allem auch von Paint Bucket Games und noch anderen, die auch mit an Through the Darkest of Times beteiligt waren. Und in Beholder 3 nimmt man die Rolle von Frank ein. Das ist hier der hier. Und der hat vorher im Ministerium gearbeitet. Dem wurde eine Datei untergeschoben im Ministerium von irgendeinem Staat. Und diese Datei enthielt Material, die in diesem Staat verboten ist. Er hat seinen Job verloren, er musste in ein Mietshaus ziehen und wurde Hausmeister dort. Wir leben in einem totalitären Staat. Und in dem Haus mussten wir dann anfangen, die Nachbarn ein bisschen zu bespitzeln und Informationen darüber rauszuschicken. Mittlerweile sind wir wieder mit Ministeriumsmitarbeiter, aber werden immer irgendwie so, hey, du musst für uns arbeiten, dann kannst du aufsteigen. Immer mit Druck, Angst und furchtbaren Dingen werden wir dazu gebracht, Dinge zu tun, sind im Ministerium mittlerweile aufgestiegen. Unsere Ehe ist nicht so toll. Unsere Kinder, meine Fresse, wir konnten nicht das Geld auftreiben für eine Notoperation für unseren Sohn, deswegen sitzt er im Rollstuhl. Und unsere Tochter ist gerade in einem Unerziehungslager, weil sie homosexuell ist und jemand sie angezeigt hat und sie deswegen in ein Umerziehungslager deportiert wurde, beziehungsweise sie wurde deswegen deportiert, weil wir bei einem Gespräch uns verklickt haben, aber so wie es scheint, haben wir alles dafür getan, dass sie da wieder rauskommt. Und im Prinzip sind wir heimlich, still und leise im Widerstand gelandet. Das ist die Kurzzusammenfassung. Aber Romy, ergänze bitte. Warte, ich kann uns noch mal kurz für das erklären und noch mal groß machen. Hallo YouTube. Hallo YouTube, ja genau. Das ist ja das Ding, wenn man das erste Mal hier ist, weiß man ja gar nicht, dass wir manchmal auch einfach die erste Viertelstunde über sonst irgendwas reden. Und herzlich willkommen in unserer kleinen Runde. Dieses Spiel und auch so ein bisschen vielleicht die Erklärung, warum es... Jetzt ist mir die Stimme weggegangen. André hat es gerade gesagt, ist in einem totalitären Staat verortet. Und das wissen wir am Anfang irgendwie noch nicht so richtig. Und wir sehen aber im Laufe des Spiels, wie Menschen bespitzelt werden, wie dieses komplette staatliche System auf Konformismus ausgelegt ist, also dass man sich an die Regeln hält, dass es keine individuellen Freiheiten gibt. Wir haben das an ganz vielen unterschiedlichen Stellen erlebt, auch in unserer Nachbarschaft, dass eine Frau beispielsweise schwanger war, aber nicht verheiratet. Und sie wenig Chancen hatte, zu gucken, wie kann sie mit sich und mit ihrem Kind ihr Leben gestalten, deswegen abtreiben wollte, was aber auch unter Strafe stand. Und wir haben dann irgendwie versucht, im Ministerium herauszufinden, ob es einen Arzt gibt, der ihr helfen kann, haben das auch gemacht. Und dann, so gab es ganz viele unterschiedliche Szenen. Es sind viele Leute verhaftet worden auf dem Weg, auch eine Nachbarin von uns, auch weil sie homosexuell war, eine andere wurde abgeführt im letzten Stream, weil deutlich wurde, dass sie abhauen wollte. Ja. Und es gibt halt hier in diesem Spiel ganz viele Anleihen, die sich gut verbinden lassen mit so dieser deutsch-deutschen Geschichte, also auch insbesondere DDR-Geschichte. Und jetzt kommen wir langsam in so einen Moment, der fast schon stalinesk ist, weil wir überlegen, lebt jetzt hier der große Anführer noch oder nicht? Also es gibt eine zentrale Figur, der auch quasi überall als großer Anführer immer dargestellt wurde. Also egal ob in der U-Bahn oder irgendwo, es waren überlebensgroße Bilder von ihm. Und er wurde verehrt. Wir haben den aber irgendwie nie zu Gesicht bekommen. Und innerhalb dieses Staates gibt es ganz langsam so erste Reformbewegungen. Also es gibt so einen ganz großen Katalog von Sachen, die erlaubt sind oder nicht. Das war am Anfang des Spiels ganz absurd, weil da waren so, die roten Äpfel waren erlaubt und die grünen waren nicht erlaubt oder irgendwie andersrum. Tanzen war verboten. Irgendwann durfte man sich dann wenigstens zum, wie es hier so schön heißt, im Rhythmus von Musik bewegen. Und
irgendwie habe ich eine ganze Zeit lang in diesem Spiel gedacht, oh, wir sind hier voll in der Reformbewegung und das könnte ja alles besser werden und aus diesem totalitären Staat wird irgendwie vielleicht doch nochmal was ein bisschen Offeneres und dann kann man gucken. Aber das hat irgendwie eher dazu geführt, dass es so einen systeminternen Machtkampf gab. So die einen, die haben versucht, diesen Reformweg zu gehen, die anderen wollten das unbedingt verhindern, weil es war ja alles immer gut, so wie es war. Und keine staatszersetzenden Tendenzen zulassen. Genau, genau. Oder irgendwie, es gab noch so einen anderen Begriff, der immer wieder auftauchte. Das weiß ich aber jetzt auch nicht mehr. Also dieses nonkonforme Verhalten war so ein Ding, was immer wieder auftaucht und dann noch irgendwas. Kommt bestimmt auch nochmal. Naja, und Frank ist halt in diesem System drin und wie Menschen versuchen, in den Systemen zu überleben, in denen sie sind. Vor allem, wenn sie nichts an diesem System ändern können. Und Franks Frau ist beispielsweise total auf Parteilinie, die ist Pionierleiterin und stellt den Staat auch irgendwie über alles und auch über die Familie, was sich jetzt auch an diesem Fall der Tochter gezeigt hat, wo die Frau gesagt hat, das Kind muss ins Umerziehungslager und Frank gesagt hat, sag mal, spinnst du? Ja. Und bei Frank haben wir halt die Möglichkeit, das finde ich so schön, das macht es manchmal aber auch ein bisschen schwierig, entweder, dass er diesen sehr konformen Weg geht oder dass er versucht, irgendwie Wege zu finden, um Leuten zu helfen, aber sich dabei auch nicht zu schaden. Also er versucht immer irgendwie Schlupflöcher zu finden, zumindest so, wie wir ihn spielen, würde ich sagen. Was jetzt nicht dazu führt immer, dass wir alles, was wir als Frank tun, irgendwie gutheißen. Ja, er ist manchmal einfach Frank und Frank ist nicht sehr wortgewandt in manchen Dingen und deswegen ist Frank auch schon ein geflügeltes Wort. Absolut. Also manchmal hat er einfach so Sachen rausgehauen, wo wir denken vorher relativ lange nach, bevor wir auf so einen Dialogpunkt klicken. So dieses, was könnte jetzt passieren? Wollen wir das? Ist es das, was jetzt richtig ist? Und dann, als fängt Frank an zu erzählen, uns kommt echt manchmal ganz eigenartiges Zeug bei raus. Und wir sind immer wieder überrascht von diesem Spiel und auch von Frank. Und so langsam löst sich aber, und jetzt kommen wir zu diesem, wie lange dauert es noch, bis dieses Spiel zu Ende ist. Wir kommen langsam an diesen Punkt, wo wir im Ministerium aufgestiegen sind und es mit weder den Reformern noch mit diesen Traditionalisten verscherzt haben, sondern alles irgendwie so für uns nutzen konnten und die auch irgendwie Frank nutzen konnten für ihre Ziele. Und jetzt sind wir relativ weit oben. Wir sind quasi nur noch eine Stufe unter der Chefetage. Und jetzt ist halt das Problem, dass innerhalb des Staates es immer mehr brodelt. Es gibt immer mehr Leute, die quasi im Widerstand sind. Auf einmal gibt es Schmierereien gegen den Staat und gegen den großen Anführer. Die Stimmung ist insgesamt viel, viel düsterer geworden. Und als Franks Tochter dann auch noch in dieses Lager gebracht worden ist, das war, wie ich finde, übrigens auch mal Kudos an die Entwickler, weil das war wirklich einer der stärksten Momente von Frank. In allen Dialogen war das der Teil, wo ich echt gesagt habe, hier, sehr gut geschrieben. Danke dafür. Mhm. Und ich würde, und da widerspreche ich dir übrigens, lieber André, ich würde auch nicht sagen, dass Frank sich als Teil des Widerstands sieht. Ich glaube, der will einfach nur überleben, der will nur klarkommen und seine Tochter vor allem wieder haben. Mehr will der nicht. Jetzt ist er ein bisschen angetriggert, weil ihm die Frage gestellt wurde und der geht er jetzt nach. Sagt mal, der große Anführer, den haben wir aber schon ganz schön lange nicht mehr gesehen. Lebt der noch? Was ist denn mit dem? Und das versucht Frank jetzt rauszukriegen und ist deswegen mit einem der Nachbarn verbündet, der Teil des Widerstands ist. Und ja, also es ist eine relativ lange Geschichte, die ich hoffentlich irgendwie halbwegs runtergedampft habe und dabei nicht zu viel Quatsch erzählt habe. Wir sind halt jetzt mittendrin in diesen hoffentlich letzten Akten und versuchen jetzt mit dieser Kamera, die wir in dem TV-Studio anbringen, herauszufinden, ob der große Anführer noch lebt, denn er soll dort eine Ansprache halten. Genau, der wird wahrscheinlich nicht leben, weil wir haben auch ein Foto von ihm, wie er leblos mit Schläuchen im Leib, hier, Foto des leblosen großen Anführers, ein Foto des großen Anführers im Krankenbett, ein Tropf hängt an seinem Arm und Schläuche führen in seinen Mund. Das sieht nicht gut aus und ausländischen Zeitungsartikel, reißerischer Titel, Diktator der größten Union verschwunden, Gerüchte über Ableben, solche Sachen. Es gibt auch immer wieder Anschläge, deswegen ist der Weg zum Ministerium abgesperrt, da wird immer eine Taschenkontrolle gemacht, deswegen müssen wir jetzt diesen Aktenschrank benutzen, um dort hinein die Kamera und den Stift reinzulegen, damit wir den
ins Ministerium geschickt bekommen, weil die Post wird nicht kontrolliert. Dafür sorgt schon der gute Pförtner. Das habe ich jetzt gemacht. Und ich würde noch, einfach, Horsti hat völlig recht. Horsti hat im Chat nämlich geschrieben und die Affenexperimente nicht vergessen. Ja, der Projekt Meerjungfrau. Ist genau, das Projekt Meerjungfrau. Wie gesagt, das ist wirklich, in diesem Spiel sind manche Sachen ein bisschen absurd. Und der, genau, dass Affen quasi wiederbelebt wurden, beziehungsweise von außen gesteuert werden konnten durch Impulse. Und unsere Theorie ist, dass das wahrscheinlich von Steffen Huberts, einem der Hochgestellten im Ministerium, gemacht wird mit dem Kadaver des großen Anführers. Keine Ahnung, was uns da jetzt erwartet. Also und nebenbei, das hier wird wahrscheinlich Folge 106 auf YouTube sein von Beholder 3. Nur so FYI. Hey Chris, einen schönen guten Abend und danke für das Abo. Mein Gott, auch schon 12 Monate in Folge. Dankeschön für das Vertrauen und die Unterstützung. Heute ist so richtig was los. Das ist echt schön. Ja. So, das haben wir gemacht. Und jetzt... Jetzt gucken wir mal. Unsere Frau übrigens, für alle, die sie noch nicht kennt. Ja, wir können ja kurz mit ihr sprechen, weil ich will das Haushaltsgeld haben. Frank, was willst du? Sie ist immer so zauberhaft konstruktiv, wenn wir miteinander sprechen. Immer. Haushaltsgeld. Ja. Kannst du mir bitte das Haushaltsgeld geben? Ich kann doch nicht zaubern. Lass mich erst wieder arbeiten gehen. Oh, wir haben sie also heute schon gefragt. Ja. So, wir gucken mal gerade. Muss ich hier Hausmeistertätigkeiten machen? Nein, ich muss hier keine Hausmeistertätigkeiten machen. Dann würde ich sagen, ab ins Ministerium, ne? Ich meine, wir können in den geheimen Raum erst eh nur in der Nacht rein, aber das hier ist unser einziger Auftrag. Ihr seht schon, Umsturzbewegungen sind im Gange. Hier, man sieht es an den Graffitis. Und die Bahn ist auch zugekleistert. Ja, und es ist halt, wie gesagt, auch so viel dunkler alles. Und diese Explosionen, die halt immer mal wieder stattfinden, die stressen mich auch. Ja. Und so fängt man anfängt zu wackeln. Halt, stehen bleiben. Name, Zweck ihres Aufenthalts, zack, zack. Frank Schwarz, Ministeriumsmitarbeiter, genervt. Und nun, Taschenkontrolle? Taschenkontrolle. Wunderbar, sie dürfen passieren. Ja, jetzt sind wir im Ministerium und gucken wir erstmal, ist das jetzt hier in dem Posteingangswagen? Oh ja. Düdeldü. Und da haben wir auch einen Brief an Hans Meinert. Ja, Mensch. Ich würde gerne noch mal was im Chat sagen. Ja. Pasek schreibt, nach der Logik war Berlin in den 90ern dauerhaft umsturzbewegt. Nicht direkt vorlesen, sondern erstmal nachdenken das nächste Mal. Und ich will an der Stelle nur darauf hinweisen, dass das in diesem Spiel genau so nicht funktioniert. Weil dadurch, dass es dieser krass totalitäre Staat war und alles war ordentlich und alles war sauber und alles musste nach den Regeln laufen, ist dieses, da steht auf einmal irgendwie Freiheit irgendwo oder die Augen von irgendwem sind weggekratzt oder es gibt überhaupt Dreck. Das ist so ein Zeichen von Zerfall dieses Systems. Weil auf einmal Leute nicht konform gehen mit dem, wie das da funktioniert. Und dieses System augenscheinlich auch nicht dazu in der Lage ist, selbst bei vor dem eigenen Ministerium in der U-Bahn das sauber und ordentlich zu halten, wo man ja immer versucht, so den Schein zu wahren. Nur darauf wollte ich nochmal eingehen. Ja, und danke Horsti für den Kammwechsel, dass du uns wieder klein gemacht hast, wo ich jetzt angefangen habe zu spielen. Danke, das... Ach, ich bin so froh, dass das wieder funktioniert, diese tollen Sachen. Und die Umfrage, wenn ich das richtig im Augenwinkel gesehen habe, ist bei der Umfrage rausgekommen, dass die meisten Stimmen auf im November waren und die zweitmeisten Quartal 2. Und dann Dezember und dann Quartal 1 2023, wenn mich nicht alles täuscht. Aber korrigiert mich gerne. Ich wollte das auf jeden Fall nochmal sagen, wie die Umfrage ausgegangen ist. Ja, November waren die meisten Stimmen.
Ich muss es nochmal, dann würde ich auch gern weiterspielen. Natürlich sind Graffitos kein Zeichen für Instabilität, sondern was ich damit gesagt habe ist oder sagen wollte, und ich versuche es einfach nochmal, mal gucken, vielleicht kriege ich das auch besser hin, dass es sowas wie ein freier Ausdruck von Kunst, freier Ausdruck von Meinung in diesem totalitären Staat, in dem sich Frank bewegt, in dem also dieses Spiel ja auch angesiedelt ist, den gab es nicht. Den gab es die ganze Zeit über nicht. Und dass das jetzt auf einmal passiert ist, auf einmal eine politische Meinungsäußerung gibt, die sich auch noch gegen den Staat richtet, wo wir ja schon wissen, dass Leute, die sich nicht konform verhalten, was auch immer das ist, die sich politisch engagieren, die ihre sexuelle Freiheit ausleben oder was auch immer, die landeten bisher immer in diesen Lagern. Deswegen gab es bisher diesen Punkt nicht, dass Leute sich das getraut haben, dieses staatliche Gewaltmonopol und dieses diese Unterwerfung unter dieses System war immer zu stark, und das löst sich gerade auf. Deswegen geht es gar nicht um die Kunstform des Graffiti, sondern dass es überhaupt freie Kunst gibt, dass es nicht wieder entfernt wurde und dass es auch diese Wut und Zerstörung gegen diese staatlichen Symbole gibt. Und das ist ein ziemlich starkes Zeichen für Instabilität. Ja. Nicht das Graffiti, sondern die Botschaft, die damit verbunden ist, in diesem Staat. Besser? Ja, finde ich toll erklärt. Dankeschön. Und lustig, was Horst hier sagt. Ich kenne noch heute Münchner, die in Kreuzberg Angst haben, weil da Graffiti sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so in München durch bestimmte Viertel gehe, dann habe ich Angst, das ist alles zu sauber. Das kann auch nicht ernsthaft eine Großstadt sein. Das finde ich bedrückend. Ja. Aber München ist ganz schön. Also das ist jetzt nicht, dass ich München doof finde, aber das ist so. Ich bringe jetzt mal erstmal Post, was unsere eigentliche Aufgabe ist. Wir haben Post.